Hallo ihr lieben Skorpione, hier ist eure Dani von Hahn Spirit und wir schauen in diesem Video, ja, welche Energien der Juni für Skorpion Kollektiv bringt. Im Anschluss ziehen wir noch eine Erzengelkarte und schauen nach eurem begleitenden Erzengel. Ja, beginnen wir gleich. Hier in der Mitte liegt euer Hauptthema und man sieht sehr schön, dass es in diesem Monat bei euch sehr viel um Familie und das eigene Zuhause geht. Für den einen oder anderen kann es auch um Umzüge gehen, um Renovierungen, also einfach Veränderungen im häuslichen Bereich, ne? Also alles, was damit zusammenhängt, wie Umzüge, Renovierungen, dass du zu jemandem ziehst oder jemand zieht bei dir ein oder in der umliegenden Familie passieren solche Dinge und du bist vielleicht am Helfen. Also hier finden auf jeden Fall Umstrukturierungen statt im häuslichen Bereich, im privaten Bereich. Dann haben wir hier noch das Thema Freundschaft. Es finden auch Umstrukturierungen im Freundschaftsbereich statt. Das kann bedeuten, dass du ausmistest, ne? Also es ist so eine richtige Aufräumenergie bei dir diesen Monat. Also dass du entweder sagst, ja, mit den Menschen habe ich nicht mehr so den Draht dazu, nicht mehr so Kontakt. Und da kann der Skorpion auch sehr radikal sein und räumt da ein bisschen aus, mistet da ein bisschen aus. Vielleicht ist es auch nur deine Facebook-Liste. Auf jeden Fall wird hier etwas verändert, umstrukturiert. Und auch neue Menschen kommen in dein Leben, weil die Freundschaftskarte liegt in der Öffnung im Park. Und der Park ist immer Expansion, also man geht nach außen. Und das, was nicht mehr gut ist, das darf rausgehen. Da kommen praktisch Neuerungen rein. Wenn du zum Beispiel auf Haus- oder Wohnungssuche bist, dann ist das auch eine super gute Energie, diesen Monat etwas Neues zu finden. Oder wenn du sagst, ja, eigentlich könnte ich hier bleiben, aber es gefällt mir doch nicht mehr so gut. Also dann nutze den Monat, um dich hier umzuorientieren. Und das wird sehr interessant werden, auf jeden Fall. Dann schauen wir bei der weiblichen Hauptpersonenkarte, die hier Dame und Herr verkörpert in der Auslage, weil wir ja fürs Kollektiv schauen. Und da sieht man, du warst in letzter Zeit so ein bisschen eingemauert in deiner eigenen Energie. Das heißt, deine Funktionstätigkeit konnte nicht so sein, wie du es gewohnt bist. Also du hast vielleicht auch immer wieder Rückzüge gebraucht, Zeit für dich. Hast dich von einer Sache, wo man dich verletzt hat, noch nicht so gut erholt. Also da liegt noch was Altes mit im Gepäck, wo du auch noch ein paar Zweifel mit dir herumträgst. Doch die Sonne scheint dir schon wieder in deinen Kopf hinein sozusagen. Also und das Glück hast du auch noch dabei. Und alles, was hier abgetrennt wurde und sag ich mal, auf falschen Wegen gelaufen ist, wird sich jetzt nach und nach auflösen. Schauen wir in das Haus hinein der weiblichen Hauptperson, dann sehen wir hier, dass auch wieder eine Verstärkung der Kommunikation passiert. Also Kommunikation wird besser. Das heißt, dein Umfeld, wo dich nicht verstanden hat, wo du dich vielleicht zurückgezogen hast, deshalb auch das Ausmisten hier von alten Energien, wird sich jetzt nach und nach auflösen und dann wird man dich auch wieder besser verstehen. Also es ist hier ein richtiger Aufräum- und Entrümpelungsmonat für die Skorpione. Alter Mist raus, neue Energie rein. Und die Skorpione können ja sehr radikal sein, also im positiven Sinne auch, weil sie dieses Aufräumen, diesen Werte- und Sterbensprozess, sage ich mal, im Leben, dass Dinge immer nur eine gewisse Zeit funktionieren und dann wieder Neues kommt, damit kann der Skorpion im Grunde, also ich rede immer von der reinen Essenz der Skorpion-Energie, ne? Also natürlich sind Horoskope unterschiedlich und wenn, je nachdem, wo ihr eure Planeten habt, müsst ihr nicht immer typische Skorpione sein. Deshalb sage ich auch, schau noch deinen Aszendenten an, wenn du ihn kennst. Manchmal findest du dich dort besser. Also was wollte ich sagen? Die Skorpion-Energie kann damit sehr gut Altes loslassen und Neues bauen, weil sie das begriffen haben, dass die Welt ein ständiger Wandel ist. Und Skorpione können sich in dieser Zeit auch zurückziehen, um Reflexion zu halten. Und in so einer Phase warst du jetzt oder gehst du gerade noch durch und dann kommt praktisch die alte Energie zurück, die alte Kraft zurück und jetzt ist wirklich so richtig aufräumen, entrümpeln diesen Monat
angesagt und dann kann sich in diversen Lebensbereichen, also zum Beispiel in der Liebe, was falsch lief, was nicht mehr gut geklappt hat, Tabula rasa, ne? Ausmisten, in Beziehungsdingen, wenn man in einer Beziehung ist, kommen neue Herausforderungen im positiven Sinne, also Freuden, Einladungen, Liebesreisen, Ausflüge hinein, ne? Wenn wir in den beruflichen Bereich schauen, der liegt hier auch dabei. Für den einen oder anderen kann es auch bedeuten, dass hier ein Zweitjob angestrebt wird oder also weil irgendwas mit neuen Verträgen oder eine Vertragsveränderung ansteht. Auch die Arbeit selber liegt auch in der Umstrukturierung, sie liegt in den Störchen, das Hauptthema. Also das bedeutet nochmal zusammenfassend, dieses Aufräumen und Entrümpeln bei dir, das zieht sich durch alle Lebensbereiche, ne? Und das wird ein befreiendes Gefühl sein und du wirst dich danach so wie, ja, wie verjüngt fühlen, so kommt mir gerade ein Bild rein. Also es ist eine Verjüngungskur jetzt im Juni angesagt. Und dabei wünsche ich dir viel Vergnügen und dass du in deine alte Skorpionkraft zurückfindest. Überhaupt sind alle Zeichen, wenn ihr durchschaut, gerade in einem Prozess, wo sie in ihre alte Qualität zurückfinden. Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt ziehen wir noch deinen dich begleitenden Erzengel für die Skorpione. Und ich bin gespannt, was das Skorpion-Kollektiv hier für eine Begleitung hat. Wow, Erzengel Jeremiel. Nimm eine Inventur deines Lebens vor. Das ist so geil. Und beschließe, alles zu verändern oder zu heilen, was nicht im Gleichgewicht ist. Also Jeremiel begleitet dich auf deiner Entrümpelungstour. Also er macht die Inventur mit dir, dass du hier entrümpeln kannst, umstrukturieren kannst. Und er ist ein sehr sanfter Bote, ne? Wo das mit sehr viel Liebe, aber auch sehr viel Klarheit begleitet. Also Jeremiel nehme ich als sehr warme Energie immer wahr und sehr tröstend auch, gerade wenn man hier Schweres durchgemacht hat. Und ich finde, das passt sehr gut und ist sehr passend. Ja, ihr lieben Skorpione, ich wünsche euch einen traumhaften Juni. Packt es an und bis ganz bald, eure Dani. Tschüss!